Hey, du hast so eine RC-K-Funke und möchtest sie am Schrauberplatz unkompliziert aufladen? Mit Hilfe der induktiven Ladetechnologie ist das heutzutage gar kein Problem mehr. Hallo erstmal und herzlich willkommen zum heutigen kurzen Video. Heute möchte ich euch kurz aufzeigen, was alles benötigt wird, damit man seine RC-K-Fernsteuerung induktiv aufladen kann. Hierzu benötigt ihr natürlich eure Fernbedienung und diese sollte einen Akku beinhalten, der keinen Balancer-Anschluss, sondern einfach über Micro-USB geladen werden kann. Bei der M17 von Sanwa befindet sich der Micro-USB-Anschluss auf der linken Seite und das ist ein 1S-Lipo-Akku, der hier verbaut ist. Damit wir den internen Akku wie zu Beginn gezeigt aufladen können, benötigen wir hier ein Zubehörteil. Hier habe ich mich für so eine sogenannte Wireless-Ladekarte entschieden. In der Regel werden die in Smartphones eingesetzt. Die Sachen, die ich hier zeige, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, sodass ihr es ganz einfach nachbauen könnt, wenn ihr denn möchtet. Damit die Aufladung funktioniert, brauchen wir natürlich auch ein Wireless-Charging-Pad, aber da komme ich später dazu. Ich packe nun erstmal die Ladekarte aus und werfe einen Blick darauf. Diese Ladekarte ist sehr dünn und man sieht hier die Struktur, über die der Strom aufgenommen werden kann und auch den Micro-USB-Anschluss. Um an den Akku heranzukommen, muss ich bei der M17 mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher die Schraube entfernen und versuchen, die Akkuabdeckung zu lösen. Wer eine M17 hat, der weiß ganz genau, dass es in der Realität beim ersten Mal nicht ganz so einfach ist. Nun kann ich den Akku leicht anheben und hier den Micro-USB-Anschluss der Ladekarte anschließen. Wenn die Ladekarte angeschlossen ist, kann ich sie oben drauflegen und den Akku wieder in die Funke einschieben. Die Ladekarte wird dann zwischen dem Akku und der Akkuabdeckung liegen. Man sollte hier selbstverständlich darauf achten, dass die Kabel nicht gequetscht werden. Hier sieht man jetzt ganz gut, wie der Micro-USB-Anschluss der Ladekarte hier drin steckt. Nun kann der Deckel wieder angebracht und angeschraubt werden. Mit diesem Schritt ist auch die Vorbereitung bereits abgeschlossen. An der Funke brauchen wir nichts weiter zu tun. Wir können sie einschalten und verwenden wie gehabt. Jetzt packe ich noch diese Ladeschale aus und werfe einen Blick darauf. Das besteht hauptsächlich aus zwei Komponenten. Einmal die Ladeschale selbst, auf die die M17 super von der Form her drauf passt und ein Standard Micro-USB auf USB-Kabel. Nachdem das Pad an eine USB-Stromquelle angeschlossen wurde, kann bereits die Aufladung erfolgen. Das ist natürlich super bequem. Einfach die Funke nehmen und draufstellen und schon geht's los. Die kleine rote LED direkt am Akku signalisiert mir, dass hier aufgeladen wird. Und genauso am vorderen Bereich des Charging Pads, da gibt's eine grüne LED, über die ich super sehen kann, dass jetzt geladen wird. Ein Riesenvorteil dieser Ladetechnologie ist, dass ich auch einfach mein Smartphone drauflegen kann, natürlich sofern es Wireless Charging unterstützt und hiermit auch mein Smartphone aufladen kann. Jetzt einfach nur noch das Ladepad irgendwo schön am Schrauberplatz positionieren und dann kann es mit der Aufladung beginnen. Wie gesagt, entweder werfe ich einfach mein Smartphone drauf, wenn das geladen werden muss, oder einfach die Funke, je nachdem wie der Bedarf ist. So, das war's dann auch schon mit meinem kurzen Video. Dann schaut doch mal nach, ob euer Akku in der Funke auch über Micro-USB geladen werden kann. Wenn ja, dann könnt ihr das ganz einfach nachbauen. An der Stelle möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass ihr mit Akkus, insbesondere mit Lipo-Akkus, sorgsam umgehen solltet. Und wenn ihr so einen Umbau vollzieht, dann erfolgt es natürlich auf eigene Verantwortung. Also, dann viel Spaß in eurem Hobby und bis hoffentlich bald, euer Gregor.